Herzlich willkommen zum War Journal. Heute zeigen wir dir eines der wohl häufigsten auftretenden Matchups gegen die Emma-Rodeure. Wenn du die Community mit deiner Kampfstrategie bereichern willst, sende uns bitte dein Video zu und kommentiere dies. Keine Sorge, denn weder deine Sammel- noch Teamkraft sind hier relevant. Es geht einzig um die Strategie, wie du deinen Gegner sicher, wiederholbar und nachvollziehbar besiegst. Wir zeigen hier nicht nur die Pro-Spieler und wollen so viele Konter wie möglich für jedermann aus der Community sammeln und zeigen. Wir freuen uns auf dein Video oder Feedback und los geht's! Im War Journal zeigen wir dir eine von vielen Möglichkeiten, wie du deinen Gegner effektiv besiegen kannst. Auf dem Server von Global 2.0 oder bei mir auf Facebook, YouTube oder Twitch kannst du ebenfalls weitere Kämpfe mit anderen Setups sehen, um deinen Spielstil zu verbessern. Die Angaben zu T4, ISO 8 haben wir von den Number Crunchern Wolvethor, Punk und Yeti übernommen. Bitte denk dran, alle hier in den Videos gezeigten Kämpfe spiegeln lediglich unsere persönlichen Erfahrungen wider und können sich mit Updates des Spiels verändern. Heute spielen wir mit einem 612k starkes Black Order Team gegen ein 647k starkes Emma-Rodeure Team. Unsere Waffenkammer und der Hangar sind noch aktiv. Die Kaserne und die Krankenstation unserer Gegner konnte noch nicht vernichtet werden. Der Raum wird durch die Sicherheit und einen Spieler verstärkt. Kill Order, Strife. Kampf. Als erstes greifen wir Strife an. Wir nutzen die Special-Fähigkeit von Proxima, um Sabertooth Offens Down zu verpassen. Wir flippen alle Buffs mit Thanos Special-Fähigkeit erst, nachdem Emma ihre ultimative Fähigkeit eingesetzt hat. Wir nutzen mit allen Chars außer Thanos immer unsere höchstmöglichen Fähigkeiten bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt nutzen wir die Special-Fähigkeit von Thanos und setzen mit der ultimativen Fähigkeit von Proxima Betäuben auf Emma. Mit der ultimativen Fähigkeit von Thanos erledigen wir Sabertooth und Mystic mit nur einem Angriff. Die Kill-Order ist nun Strife und dann Emma und zum Schluss Mr. Sinister. Viel Erfolg, Commander! So Leute, das war's für heute. Wenn ihr noch mehr Videos dieser Art sehen wollt, klickt auf Liken, Folgen und Teilen. Hinterlasst mir gern Fragen oder Wünsche in den Kommentaren. Bis dahin, euer Ron.